Kai-Jan Greiner von der SPÖ ist als Erster am Wort. Danke, Herr Präsident. Wenn wir jetzt zum letzten Kapitel der Budgetverhandlungen kommen, kann man auch ein bisschen ein Resümee ziehen und eine Zusammenfassung. Das, was auffällt, es werden einige Sachen fortgesetzt, die in den letzten Jahren erfolgreich durchgeführt wurden. Das ist das Absenken der Schulden der Republik. Wir haben ja im Budgetausschuss und auch in der Debatte ja hier schon erfahren, dass die Schulden sinken, schon seit mehreren Jahren, auch nominell, nicht nur im Verhältnis zum BIP, also zum Gesamtkuchen. Das ist einmal was Positives, dass dieser Schritt fortgesetzt wird. Was das Defizit betrifft, ist es so, dass an und für sich programmiert war ein Überschuss nächstes Jahr. Das kommt jetzt erst später. Das heißt, Sie sind hier langsamer dabei, einen ausgeglichenen Haushalt herzustellen. Das, was es gibt, ist ein PR-Überschuss, den Sie hier fleißig akklamieren und immer wieder betonen. Der ist allerdings genauso viel wert wie das sogenannte Nulldefizit von Grasser. Er beruht nämlich administrativ auf Einmaleffekte. Alleine die Rückzahlung von Geld, das die Bayern der Republik noch von der Hypo schulden. Wenn Sie da sitzen, Sie wissen FPÖ in Kärnten hat uns das eingebrockt. Über 800 Millionen Euro werden Sie uns nächstes Jahr zurückzahlen. Und der Überschuss, der daraus resultiert, am Schluss sollen 500 Millionen sein. Der Budgetdienst hat hier vorgerechnet, dass alleine die Einmaleffekte circa dreimal so hoch sind wie das, was Sie als administrativen Überschuss hier feiern. Das heißt, das ist hier ein PR-Gag à la Grasser. Mit dem würde ich nicht allzu groß hausieren gehen, weil, wie Sie wissen, ist das meistens ein Boomerang. Das, was sich ändert, ist auch einiges. Das ist vor allem einfach die soziale Kälte, die in diesem Budget eindeutig ablesbar ist. Ob das jetzt die Art und Weise der Familienförderung ist über den Familienbonus, ob es das Sparen an der Zukunft ist im Bildungsbereich bei den Sprachlehrern, ob es das Sparen ist bei Arbeitslosen, die 50 und älter sind, oder ob es das Sparen ist bei der Integration. Wir werden große Probleme haben mit der Integration aufgrund Ihrer Politik in den nächsten Jahren. Das, was noch auffällt, ist, dass das Budget wesentlich weniger transparent ist, als wir das gewohnt sind. Ich habe noch nie gehört, dass es so etwas wie Feel-Free-Bestimmungen in einem Budget gibt. Das wurde uns ja bestätigt vom Herrn Kunasek, dass er zweimal 30 Millionen unter dem Titel Feel-Free bekommt. Vielleicht haben Sie es in der Zwischenzeit auch in Ihren Budgetunterlagen gefunden. Der Herr Kunasek hat das jedenfalls bestätigt. Es ist teilweise auch unehrlich. Sie haben hier selber gesagt, dass die Bildungslücke geschlossen wäre. Sie schließen sie aber nur zu circa zwei Drittel durch frisches Geld. Und ein Drittel müsste durch Sparmaßnahmen hereinkommen. Da hat allerdings der Bildungsminister gesagt, diese Sparmaßnahmen, die vom Finanzministerium vorgeschlagen werden, die will er nicht umsetzen. Das ist nämlich eine Erhöhung der Klassenschülerzahl, eine Erhöhung der Teilungsziffern, das heißt mehr Kindern bei Englischunterricht, bei Fremdsprachenunterricht. Insofern ist das auch unehrlich und es ist ein, das sieht man ja auch in den letzten Tagen, auch ein Budget der Verunsicherung. Ein Budget der Verunsicherung, wenn ich nur denke an die AUVA, dass jetzt einfach viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu Recht die Sorge haben, was bedeutet das für die Gesundheitsversorgung von mir, wenn ich einen Unfall habe, wenn ich eine Unfallrente brauche und so weiter, weil hier eine wirklich gute Institution in Wahrheit hier von außen schlecht geredet und zerstört wird, die aber ganz, ganz wichtige Beiträge für unser Gesundheitssystem bringt. Das heißt, ein Budget der sozialen Kälte, Intransparenz, Unehrlichkeit und der Verunsicherung. Und ich darf zum Abschluss noch auf eines hinweisen. Es gibt ja diese kurzen Budgetanfragen. Die werden teilweise ganz in Ordnung beantwortet. Was mich nur sehr verwundert hat, ist, dass gerade Sie als Finanzminister diese Fragen nicht ordentlich beantworten. Und ich darf Ihnen zwei hier geben, untersuchen, dass Sie das ordentlich nachholen. Es ist relativ leicht. Wir stellen die Frage, wie hoch sind die Personalkosten von Ihrem Büro? Da würde man eine Eurozahl erwarten.
Die Antwort ist, die Personalkosten für die Mitarbeiterinnen meines Kabinetts werden in den Jahren 18 und 19 aus dem für die gesamte Zentralstelle veranschlagten Budget beglichen werden. Wir haben nicht gefragt, wo das Geld also aus welchem Topf Sie das bezahlen, sondern wie viel Geld kosten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihres Büros. Dasselbe haben wir gefragt bei dem Mitarbeiterstand im Büro Ihres Generalsekretärs. Selbe Antwort. Allerdings wissen wir, dass dort 3 Menschen arbeiten. Wieso können Sie nicht einfach, wie das die meisten Ministerien schaffen, einfach die hinschreiben, wie viel kostet das? Ich würde Sie ersuchen, das nachzuholen. Vielleicht können Sie das jetzt gleich bei der Rede machen. Ich lasse Ihnen die gleich da und ich habe sie auch für Sie schon angestrichen. Insofern vielen Dank. Das Budget sei wesentlich weniger transparent als üblich, kritisiert Kajan Greiner. Er ist Budget- und Finanzsprecher der SPÖ.